PlayStation-Karten, Xbox-Karten, alles zu einem günstigeren Preis als über Sony, als über irgendwelche anderen Pages. Auf Veneva.com habt ihr ab jetzt die Möglichkeit, so viel Geld zu sparen wie nie zuvor. Ihr wollt PSN-Guthaben haben oder ähnliches, nutzt den Code CHAPPY, 3% auf den vergünstigsten Rabatt sowieso. Viel Spaß. Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Heute mit dem spannendsten Thema, was ich glaube ich seit einem halben Jahr oder einem ganzen Jahr irgendwie dabei habe. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass jeder von euch nach diesem Video einiges mehr über Warzone, Black Ops Cold War und Modern Warfare weiß als vorher. Deshalb an dieser Stelle Leute, lasst gerne ein Like da, vertraut mir, ich werde euch mit Infos vollpumpen, dass jeder weiß, wie funktioniert das jetzt eigentlich? Und ich glaube, das hat sich jeder von uns gefragt. Wie kann es sein, dass der neue Battle Royale von Black Ops Cold War, der ja der alte Battle Royale, also Warzone ist, mit Modern Warfare und Black Ops Cold War verbunden ist? Wie kann es sein, dass wir mit den Sachen, die wir in Cold War bekommen, in Black Ops weiterspielen, beziehungsweise im Warzone-Modus? Und heute werde ich euch alles dazu erklären, deshalb Like da lassen, Abo da lassen, auf geht's. Die Frage, die ich mir wirklich seit Wochen gestellt habe, ist, wie funktioniert es, dass das, was wir in Warzone haben, in aktueller Form, also Verdansk mit den Autos, mit den Türen, wie funktioniert das alles, umgesetzt mit Waffen aus dem aktuellen Zeitalter, in einem Cold War-Zeitalter, also ein Zeitalter, was über 30 Jahre her ist von dem jetzigen Zeitpunkt. Und ich habe lange drüber überlegt und konnte für mich keine Antwort finden. Es gibt aber jemanden, der heißt Long Sensation, das ist Tom Henderson. Der hat, so scheint es, eine Quelle irgendwo bei Activision oder Treyarch zu haben. Der lag auch in den letzten Jahren bei Leaks, Infos, vorab relativ häufig richtig, beziehungsweise ich glaube sogar immer. Long Sensation, den könnt ihr auf Twitter folgen, auf YouTube hat er auch einen Kanal, da gibt er auch manchmal Leaks zum Besten. Und der hat die Community darüber aufgeklärt, wie das Ganze eigentlich verbunden wird. Die ersten drei wichtigsten Infos. Warzone wird ein einzelner Titel sein. Das bedeutet, ihr werdet, wenn ihr Black Ops Cold War habt, Modern Warfare deinstallieren können und könnt Black Ops Cold War genauso wie Warzone einzeln runterladen. Das ist für uns ein großer Vorteil, egal ob PlayStation oder Xbox, weil Modern Warfare so viel Speicher verballert wie noch nie ein Spiel auf der PlayStation zuvor. Es ist absolut Wahnsinn. Das heißt, wir werden die Möglichkeit haben, die Sachen einzeln laden, runterladen, löschen zu können. Die zweite wichtige Info, das Warzone, das neue sozusagen, wird nicht nur Cross-Gen-kompatibel sein, also Xbox mit PlayStation und PC, sondern auch rückwärtskompatibel. Das heißt, mit der PS4 kann ich gegen Leute auf der Xbox Series S spielen. Mit einem neuen Rechner kann ich gegen Leute auf der PS5 spielen. Ich kann mit Leuten gegen die PS5 spielen, wenn ich eine Xbox, wie auch immer sie heißt. Ich kann die alte Xbox nehmen und mit PS5 Leuten spielen. Das heißt, es ist egal, welche Plattform ihr habt, solange ihr darauf generell Warzone spielen könnt, könnt ihr gegen alle eure Kumpels spielen. Das ist eine riesige Herausforderung, glaube ich, für Treyarch, für Raven Software, für Beenox, mit all dem, den sie zusammengearbeitet haben. Aber es sorgt dafür, dass die Community weiter gemeinsam spielen kann. Natürlich wieder mit dem Nachteil, dass Sony zum Beispiel den Exclusive Deal hat, was bedeutet, dass wir wieder Content vorher bekommen. Die dritte wichtige Info. Alles, was ihr in Warzone bzw. in Modern Warfare erspielt habt, Skins, Waffenskins, Charaktere, Finisher-Moves, Uhren, all das könnt ihr nicht im Black Ops Multiplayer spielen, aber wenn ihr über Black Ops das neue Warzone startet, könnt ihr das dort in Warzone weiterspielen. Das heißt, all euer Progress aus dem jetzigen COD wandert rüber in das nächste COD. Das sind die drei wichtigsten Sachen, die wir vorab hatten. Und jetzt kommt aber die große Frage. Wie funktioniert das eigentlich? Wir haben ja eigentlich Verdansk, wir haben Waffen aus dem jetzigen Zeitalter und plötzlich sollen Waffen dazukommen, die 20, 30, 40 Jahre alt sind. Genauso wie Autos. Es passt überhaupt nicht. Es gibt eine Theorie und einen Fakt dazu. Das erste, die Theorie. Wir haben jetzt schon die letzten Wochen sehr häufig gesehen, dass es irgendwie um Verdansk herum ein Nuklearsilo gibt, dass die Nuke-Rakete für Nuketown wieder da ist und. Es gibt ganz, ganz breit verbreitet die Meinung, dass auf Verdansk diese Atomrakete fliegt, alles zerstört, eine komplett neue Map hinterlässt. Diese neue Map werden wir ja mit dem neuen Black Ops dann in Warzone spielen. Dadurch irgendwo radioaktive Felder sind und dadurch die Zombies mit reinkommen.
Klingt ein bisschen weit hergeholt, finde ich aber nicht so unlogisch. Diese Nuklearrakete könnte dann Verdansk sozusagen 40 Jahre zurückschießen. Und schon hätten wir den Übergang, warum wir plötzlich alte Waffen spielen. Da gibt es nur ein Problem an der Sache. Wie es ablaufen wird, ist eine andere Tatsache, die zumindest zum Teil schon geleakt worden ist von Tom Henderson von Long Sensation. Wir werden in Verdansk, beziehungsweise wie die Stadt dann heißt, wo wir spielen, eine komplett neue Karte bekommen mit allen Waffen aus Black Ops Cold War und mit allen Waffen aus Modern Warfare. Das heißt, wir werden mit den Waffen aus dem jetzigen Zeitalter gegen die Waffen aus dem alten Zeitalter spielen. Ich habe keine Ahnung, wie sie das zum Beispiel mit den Waffensounds machen wollen, die komplett unterschiedlich klingen. Wie diese Story verknüpft werden soll, dass man mit Waffen spielt, die von heute sind und mit Waffen, die vor 40 Jahren genutzt worden sind. Dazu kommt die nächste Herausforderung, die man sich jetzt ja stellen muss, und zwar, wie funktioniert es denn mit den ganzen Autos zum Beispiel? Die Autos von früher sind andere Autos als heute. Darüber gibt es bisher keine Infos und das ist das größte Problem daran. Es ist immer noch relativ offen, da gab es noch nicht so viel zu. Das nächste Problem, es wird viele von euch enttäuschen, die Mechanismen aus Black Ops Cold War werden nicht in Warzone übernommen. Das heißt, die Mechanismen, die wir in Modern Warfare haben, Türen auf, in dem Battle Royale vielleicht noch sinnvoll, dieses Anlehnen an eine Mauer, wie schnell man sich bewegt, all das werden wir täglich, wenn wir den Multiplayer von Black Ops Cold War spielen, nicht mehr haben. Wir werden ein anderes Movement-System haben. Sobald ihr aber in die neue Warzone-Map geht und das neue Warzone spielt, zum Beispiel über Black Ops Cold War dann, werdet ihr wieder die Bewegungen haben, die ihr in Modern Warfare hattet. Das heißt, Treyarch wird die nächsten 12 Monate wahrscheinlich sich um die neuen Waffen in Warzone kümmern, um Patches, um alles Mögliche, alles was kosmetisch ist. Gameplay-relevante Sachen werden weiterhin von Infinity Ward kommen, während die jetzt demnächst anfangen werden, am COD für in 3 Jahren zu arbeiten. Beziehungsweise in 2 Jahren, weil wir haben ja schon Modern Warfare 1 Jahr. Ich bin nicht absolut begeistert davon. Ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Ich hatte mir gewünscht, dass wir ein komplett neues Erlebnis bekommen mit der neuen Warzone-Map. Ich mag Warzone absolut und ich glaube, dass es ein sehr, sehr gutes Battle Royale ist. Aber nach 9, 10 Monaten Warzone-Spielen, die gleiche Map, da gab es keine Änderungen, zwischendurch mal vielleicht eine neue Tarnung für eine Waffe, mal eine neue Waffe. Es gab nicht wirklich die großen Änderungen, auch die Silos bzw. die Bunker haben ein, zwei Wochen ein bisschen Content gebracht, aber dann war es auch so ein bisschen, ja man kannte es schon, man hat es ausgenutzt. Es enttäuscht mich ein bisschen, denn ich habe ein bisschen das Gefühl, dass Warzone einfach so ein bisschen starr aktuell wird. Es macht nicht mehr so viel Spaß wie am Anfang. Battle Royale ist jetzt eh nicht für jeden unbedingt das gleiche. Und ich hatte eben gehofft, dass wir mit einer neuen Map, neuen Mechaniken im Prinzip ein neues Warzone-Erlebnis bekommen. Vielleicht die Grundprinzipien von dem, was wir haben, bleibt so, aber eben komplett aufgefrischt. Natürlich wird eine neue Map dabei am Ende auch helfen. Das ist ohne Frage. Und natürlich macht es einen Unterschied, ob man dann eben eine neue Map hat, noch ein paar neue Waffen dazu, ein paar neue Wege, vielleicht wird es nochmal ein, zwei neue Missionen geben, die man zwischendurch machen kann, diese Aufträge, die wir aktuell haben. Aber insgesamt muss ich ganz ehrlich sagen, enttäuscht mich das ein bisschen, weil ich gehofft hatte, dass man fürs Warzone, ich sag mal Universum, alles nimmt, was man im neuen Black Ops Cold War bekommt. Das heißt, ihr werdet 2-3 Stunden am Tag spielen können, dann werdet ihr dieses Black Ops Movement Gefühl haben. Viele von euch Treyarch Fanboys, ich bin auch einer, bevor jetzt sich einer beschwert, weiß genau, was ich meine. Treyarch COD fühlt sich immer sehr speziell an. Manche mögen es, manche nicht, das ist jedem selbst überlassen, aber es ist, man merkt immer sofort, das ist ein Treyarch COD. Und wenn ich dieses Gefühl 2-3 Stunden habe und mit den Jungs dann in der Viererparty irgendwie in Warzone reinhoppen möchte, werde ich mich wieder komplett vom Movement her, von den Waffensounds her umändern müssen. Dazu kommt, dass man in Zukunft eine unglaublich lange Waffenliste haben wird, die von Waffen, die man in Warzone aufnehmen kann. Es wird dann 40 Waffen aus Modern Warfare geben, es wird 50 Waffen aus Black Ops Cold War geben, also da ist eine Menge Arbeit für Treyarch, für alle Entwicklerstudios, die da irgendwie zusammengehören. Wir wissen ja mittlerweile, dass es wieder einen neuen Season Pass geben wird. Das macht auch absolut Sinn, weil ich glaube, so viel Geld wie Modern Warfare hat Activision noch nie mit einem COD gemacht. Dank natürlich an Skill-Based Matchmaking. Jeder wirkliche Anfänger und Noob in Anführungsstrichen hat das Gefühl, dass er gut ist, weil er wirklich nur gegen andere sehr schlechte Spieler spielt. Diese Leute, das habe ich schon mal gesagt, geben natürlich gerne Geld aus, weil sie das Gefühl haben, dass sie erfolgreich sind, dass es ein gutes Spiel ist, dass es Spaß macht. Und das ist Activisions Entscheidung. Ich kann Skill-Based Matchmaking alleine sowieso nicht rausnehmen.
Es bleibt aber abzuwarten, wie Skill-Based Matchmaking nachher funktioniert, was ja auch in Warzone ist. Wenn man Modern Warfare-Spieler hat, die gegen Black Ops Cold War-Spieler in Warzone spielen können, über verschiedene Konsolen. Das stelle ich mir sehr kompliziert vor und ich hoffe einfach nur und bete, dass Activision mit Treyarch zusammen daran arbeitet, dass wir ein Skill-Based Matchmaking haben, was die Priorität für die Verbindung ganz hoch setzt. Denn ich habe kein Problem damit, auch mal gegen Leute zu spielen, die genauso gut sind wie ich oder vielleicht auch besser, solange ich eine gute, schnelle, flüssige Verbindung habe. Wenn ich mit Leuten gematcht werde, die auch eine 4er oder 5er KD haben, die sitzen aber in Nordkorea, Südkorea, Australien und Südamerika, dann geht dieses verkackte Signal über die Server, über die ganze Welt. Und das ist der Moment, wo auch gute Spieler wie Scampi zum Beispiel einfach nur noch genervt sind. Ihr habt mitbekommen hoffentlich, ein paar Sachen sind bestätigt, ein paar Sachen sind ein bisschen Wunschdenken vielleicht, eine Vermutung einfach nur, gerade das mit der Nuklearrakete kann ich mir heftig gut vorstellen. Ich hoffe, wir werden jetzt mit dem Zombie-Reveal, was jetzt gerade anläuft, ein bisschen mehr Infos darüber bekommen. Schreibt in die Kommentare, was ihr euch gerne wünschen würdet, wie ihr euch das vorstellt. Ich bin gespannt, ich werde ein bisschen mitlesen. Haut rein,